Ich kenne die STA Basel seit rund 30 Jahren. Und je länger ich da bin und mich hier für die STA Basel einsetze, bin ich immer einfach begeistert von dieser Arbeit. Einerseits, weil doch eine theologische Breite vertreten wird, eine große Breite, aber auch eine biblische Klarheit. Und es ist mir als Exeget und Neutestamentler ganz wichtig, dass hier die Studierenden lernen, sich vertieft mit der Bibel zu beschäftigen, nachzugraben, zu forschen, was ich jetzt schon, ich muss sagen, fast mein Leben lang mache. Und je länger ich das mache, desto mehr erfreut es mich, desto mehr begeistert es mich und desto mehr sehe ich einfach, wie die Bibel eine wichtige Grundlage für unser Leben ist und auch für unsere Gemeindearbeit. Und das ist uns im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der STH und der STH Basel und des Jubiläums wichtig, dass wir einfach motivieren, sich vertieft in den Gemeinden mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, das Wort Gottes zu lehren, wie Paulus sagt, damit ihr erkennt die Breite und die Tiefe und die Höhe und die Länge des Evangeliums. Und das ist wirklich die Fülle, die uns Gott in Jesus Christus und seinem Wort schenkt. Und das wünschen wir der STH Basel für die Zukunft, dass es hier so weitergeht und dass so dieser Segen, der vom Wort Gottes ausgeht, in die Gemeinden getragen wird. Gott sagt, ich habe mein Wort gesandt, um sie zu heilen. Und Gottes Wort wird auch heute gesandt, um Gemeinden zu heilen, um Menschen zu heilen. Und ja, das hoffen wir, dass es einfach so weitergeht und noch verstärkt wird für die Zukunft. Also wir gratulieren der STA Basel und wünschen Gottes gnädige Führung für die Zukunft.